Hallo Leute, während eines Informationsaustausches Anfang Oktober mit Pantheisten diesmal als Live-Diskussion mit dem Titel Lasst uns über Pantheismus reden auf dem Kanal Pantheismus TV, nicht Iman TV diesmal, sondern Pantheismus TV, stieß nach einer Weile ein Christ dazu, um etwas über den Pantheismus zu erfahren und dies mit seinen eigenen Vorstellungen von Kosmos, Universum und vor allem der Entstehungsgeschichte zu vergleichen. So war jedenfalls meine Erwartung. Nur war allen der Christ hier nicht so sehr an den Aussagen und Einstellungen der anderen interessiert, sondern schien vielmehr darauf aus, ein Buch zu vermarkten, was einfach Bücher heißt, aus dem griechischen Biblia. Ein Buch für Juden im ersten und Christen auch und vor allem im zweiten Teil, dem alten und dem neuen Teil. Wobei das Neu relativ zu sehen ist, da es auch schon wieder knapp 2000 Jahre alt ist und dementsprechend so nicht in Wissen und Moralität in das 21. Jahrhundert passt. Und allen, dem christlichen Apologeten, den scheint das irgendwie nicht zu interessieren, da er Aussagen macht, die ich nicht richtig nachvollziehen und auch nicht bestätigen Sagen, im kann. Anfang schuf Gott Himmel und Erde und damit deckt er wirklich die verschiedenen Begriffe mit Himmel ab. Also das heißt, du hast das Universum drin, du hast den irdischen Himmel, du hast den Kosmos, du hast alles drin. Ja, und also auch Himmel ist ja auch sozusagen der Wohnort, wo Gott ist auch, wo wir es verständlich nachvollziehen können, was er beschreibt, damit wir überhaupt was darüber reden können. Ja, und ihr seid ja auch geprägt von Bibelwissen im gewissen Sinne, weil alles das, was in der Bibel Naja. steht, einiges davon kennen wir schon und ohne das wissen wir von gar nichts. Wir wissen weder was vom Anfang noch vom Ende und auch von vielen Dingen nicht. So nach dem Motto, einmal rein, alles drin. Einmal hin, alles drin. Einmal in die Bibel schauen und dort alles finden. So irgendwie in der Richtung geht wohl sein Werbespruch. Obwohl in der Bibel ist ja wie in so vielen der alten Büchern mit Göttern und Göttinnen nicht so fürchterlich viel drin. Da steht nicht wirklich drin, was heute von Wert ist und irgendeine korrekte Information ist. Da wird alles Mögliche geliefert in Form von Märchen, aber doch nicht richtig belastbare Aussagen. Es sind Aussagen von Ignoranten. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern das sind Menschen, die einfach nicht wissen konnten, was wir heute wissen und was ja schon sehr, sehr wenig ist. Das wissen wir heute ja. Aber die haben sich damals halt irgendwas zusammengereimt, ausgehend von einem übernatürlichen Wesen, einem Gott oder mehreren Göttern oder Göttinnen oder was immer. Und da kommt dann sowas bei raus. Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Erde war wüst und leer, war finster Erde Tiefe und Geist Gottes schwebte, es werde Licht und es sei. Was soll das? Das erinnert mich irgendwie so an das Gilgamesch-Epos oder Matrahasi. Das ist ein paar tausend Jahre vorher gewesen. Da steht das auch so drin. Genauso wie mit der Flut später. Das ist eins zu eins übernommen. Und da steht hier, am Anfang war die Erde. Wie kann ein Gott so etwas sagen? Das kann doch kein Gott sein. Die Erde kommt da erst so nach 10.000 Millionen Jahren ins Spiel. Und das Wort Himmel kann alles Mögliche sein, nur nichts Präzises. Und außer Himmel und Erde wurde aber irgendwie noch Tiefe und Wasser hergestellt. Wann genau und woraus genau, na, das kriegen wir nicht mit. Und wie ein Geist schweben kann, ist mir auch nicht so wirklich klar. Aber irgendwie scheint das wohl eher eine Herausforderung zu sein für meine Fantasie. Und dann, also so steht es zumindest da, dann merkt dieser Schöpfer, dieser Gott erst, dass die Erde, die ja so wüst und leer ist, dass er die im Dunkeln erschaffen hat. Also kein Wunder. Naja, und jetzt wird irgendein, naja, weiß nicht, spirituelles oder imaginäres oder auf jeden Fall irgendein Licht wird angeknipst. Also nicht, also keine Sterne oder sowas. Und Gott nannte Licht Tag, Finsternis Nacht und Abend. Das ist eins zu eins wie aus dem Koran. Und jetzt wird es Tag und Nacht, Abend und Morgen, hell und dunkel, ohne einen kugelförmigen Planeten und vor allem noch ohne Sonne. Die kommt erst so in ein paar Tagen oder wie immer diese Zeitspannen zustande kommen. Also mir scheint, die Autoren haben sich nicht wirklich Gedanken gemacht, was für ein Quatsch sie hier schreiben. Wahrscheinlich war das damals auch nicht so wichtig. Das gilt genauso übrigens, wie schon gesagt, für den Koran. Und obwohl Islam und Christentum extrem verschieden sind, in beiden Büchern steht nicht so viel Sinnvolles und
die Fehler, also rein faktische Fehler, die werden immer größer, je mehr und je länger und viel mehr, wenn das mehr Menschen lesen heute und dann immer länger lesen in diesen Büchern, das war ja früher verboten, desto mehr Fehler finden wir. Aber viele Leute irgendwie, das wissen auch die wenigsten, dass wenn einem gesagt wird, was in der Bibel drinsteht oder was im Koran drinsteht, dann ist man eher geneigt, dem zu folgen, als wenn man es selber liest. Weil wenn man diese Bücher, also diese Bibel und diesen Koran, und so, wenn man das selber liest, dann wird man automatisch Atheist, weil als Theist, nee. Also zum Beispiel, bis ich da im Alten Testament bei Satz 31 angekommen war, am Anfang von dieser Bibel, da hatte ich Tränen in den Augen. Ich habe mich echt geschämt, dass es wirklich Menschen gibt, die so einen Text auch noch für korrekt und dann auch noch wahnsinnig präzise halten. Und ich genau zu dieser Spezies gehöre. Kinders, das muss doch nicht sein. Da kann doch jeder sofort sehen, dass hier am Anfang der Bibel nun wirklich nichts, aber rein gar nichts stimmt. Der Apologet jedoch hier, der Allen, der macht munter weiter und behauptet, das sei alles richtig, da ja das Buch von so einem Gott geschrieben wurde, weil das in dem Buch so drin steht, dass dieser Gott geschrieben hat und geschrieben hat, dass da alles richtig ist in dem Buch, was er geschrieben hat. Naja, es ist ja ziemlich banal und sinnlos. Wenn ein Gott ein Buch schreibt, dann habe ich da irgendwie so eine bestimmte Erwartungshaltung. Das ist doch ein Gott. Also muss das doch irgendwie was Besonderes sein. Und die besteht dann irgendwie nicht darin, ein Wort wie ausgedehnt zu lesen und daraus zu schließen, dass das kugelförmig heißt. Weil ich ja mit meinem heutigen Wissen ausgestattet weiß, dass die Erde keine Scheibe ist. Und das dann entsprechend einsetze. Das heißt also, das Wort ausgedehnt muss dann nur so als Platzhalter gesehen werden, an dessen Stelle dann immer die jeweilig moderne und up-to-date Erkenntnis eingesetzt werden muss. Aber dann brauche ich doch die Bibel nicht. Naja gut, aber leider ist das für eine Stunde alles, was hier passiert. Der Apologet hier, anstatt über Pantheismus zu reden, Allen will hier nur seinen tollen Gott und über Jesus predigen. Und ich persönlich finde die Bibel grausam, unmenschlich und widerwärtig. Mir wird schlecht bei dem, was ich da lese, körperlich schlecht. Das hat doch mit Moral nichts gemeinsam. Und trotzdem tut Allen so, als ob eine Lösung, die wir in der Realität beobachten können, in der einer Raupe Wespenlarven eingepflanzt werden, die Raupe von innen heraus auffressen, als ob das jetzt die beste Lösung sei für einen allmächtigen, allwissenden und vor allem allliebenden, allgütigen Gott. Echt? Allens Gott ist ja definiert als eine Sammlung von Attributen, die wir in einem alten Buch finden. Mehr haben wir ja nicht. Wenn ich aber jetzt die Realität nehme, in der eine Erde einfach nur durch das All torkelt, und jederzeit durch irgendwelche Fragmente von Sternen, die unkontrolliert durchs All sausen, zerstört werden kann, dann sehe ich diesen kompetenten Schöpfergott nicht, der das persönliche Schicksal von einigen Lebewesen auf diesem Planeten in irgendeiner Form berücksichtigt. Also ich sehe es nicht. Aber Allen, dem Jesus-Apologeten, dem scheint das entweder nicht zu stören oder ist ihm nicht bewusst. Da durch den Gott-Virus wohl seine Scheuklappen doch sehr ausgeprägt sind. Und wir alle können hier von den Pantheisten etwas lernen, nämlich nicht arrogant die eigene Denkweise anderen aufoktroyieren zu wollen, sondern Toleranz zu zeigen und, ja, und hier muss ich mir auch an die eigene Nase packen, anderen eine eigene Einstellung zugestehen, auch wenn diese nicht streng wissenschaftlich korrekt ist und nicht bewiesen werden kann. Aber wichtig sollte vor allem ein Auskommen sein, ein Miteinander, auch wenn ich bei den Ausführungen von Allen nur den Kopf schütteln Sagte, kann. du bist nicht anders. Da ist keiner gerecht, nicht einer, kein einziger Mensch. Ja, und deswegen bist du da nicht rausgenommen. Du selber hast auch Jesus ans Kreuz gebracht. Also, naja, da klappen sich dann doch die Fußnägel hoch, weil eine nicht existente Person vor 300.000 Jahren oder so irgendetwas gemacht hat, was Allen nicht passt.
sagt er, eine ebenso wenig existierende Person wurde gefoltert als Sündenbock, damit ich nicht für das bestraft werde, was laut irgendeiner Geschichte vor 300.000 Jahren oder wann immer passiert ist. Wie kann ein Mensch so etwas heutzutage glauben? Also das ist ja schon bemerkenswert. Das heißt, er kann ganz genau das machen, was er will, genauso wie er es will, ja? Und er hat den Menschen geschaffen und er war allwissend, während er das getan hat, auch schon, nehme ich an. Und wieso hat er den Menschen dann so geschaffen, dass er schlecht ist und bestraft ihn jetzt dafür? Genau, das ist doch genau die logische Frage. Und diese Frage, die alle abrahamischen Götter ad absurdum führt. Und da macht es ja nur noch Puff und die sind weg, verschwunden. Weil diese Fragen, da gibt es keine Antworten drauf. Aber Alan versteht das irgendwie nicht. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Genauso wie ein Moslem sagt, sein Koran sei Wort für Wort von seinem Lieblingsgott geschrieben worden, geht Alan irgendwie davon aus, dass sein Lieblingsbuch von seinem Lieblingsgott geschrieben wurde. Und deshalb, und jetzt das gemeinsame Lieblingswort von Christen und Muslimen, die Wahrheit ist. Dabei ist Wahrheit relativ. Beide können ja nicht recht haben, aber beide können falsch liegen. So einfach kann das sein. Aber Alan ist sehr wählerisch. Er vergisst zum Beispiel, das ist sehr praktisch, finde ich, dass er das vergisst, dass im Alten Testament zum Beispiel in 5 Moses 13 oder was in den Sätzen steht, sie wollen euch vom Weg abbringen, deshalb müssen sie sterben. Das gilt selbst dann, wenn der Verführer dein eigener Bruder oder dein Sohn, deine Tochter, deine geliebte Frau oder dein bester Freund ist. Hab kein Erbarmen mit ihm. Wirf selbst den ersten Stein, um ihn zu töten. Er muss unbedingt sterben. Das sind Anweisungen von seinem allliebenden, allgütigen Gott. But he loves you. Ja, da kann man eigentlich gar nicht drüber lachen. Irgendwie verstehe ich nicht, dass die Leute das verdrängen. Er kann sich auch nicht damit rausreden, was ja sehr viele Apologeten tun, dass dies ja nicht im Neuen Testament steht und dass es ja da einen neuen Vertrag gibt. Alles Blödsinn. Ich weiß nicht, warum so viele Apologeten, und ich finde das unehrlich, dass die das machen. Aber wenn man da hinguckt, das steht ja auch bei Lukas 14 irgendwas. Wenn einer mir nachfolgen will und hasst von hassen, da steht wirklich hassen, was heute ein dieses Hate Crime, was wirklich heute bestraft wird. Wenn einer mir nachfolgen will und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, kann er nicht mein Jünger sein. Und das soll jetzt angeblich sein geliebter Jesus gesagt haben. Das ist doch genauso krank wie das, was im Alten Testament steht. Und das wird jetzt nochmal in, wie heißt der, Matthäus 10,37, da wird das sogar noch wiederholt. Da kann sich also keiner rausreden. Er sollte sich also schön bedeckt halten und mal lernen, nicht zu reden, sondern auch mal zuzuhören. Vielleicht lernt er dann ja auch mal etwas. Immer nur predigen hilft einem selber irgendwie nicht weiter. So, für mich ist ein leichtes, einen Apologeten wie Alan komplett auseinanderzunehmen, auch wenn ich das Christentum nicht so gut kenne wie den Islam. Alleine mein Allgemeinwissen reicht da aus, dass das simple, logische Denken reicht ja. Da alles ja sehr banal, aggressiv, brutal, unmenschlich und äußerst unmoralisch ist. Das heißt, da kommt man sehr schnell irgendwie auf Argumentationslinien, die einfach nicht widerlegbar sind. Und Alan mag ja ein richtig netter und herzensguter Mensch sein. Aber das zeigt nur, dass er besser ist als Jesus oder sein Gott. Ich freue mich auf eure Meinungen. Ciao for now.